Gott. Ich traue mich gar nicht laut sagen, aber es kommt wieder ein Haul. Ich weiß, ich habe vor kurzem erst einen online gestellt. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe keinen Platz mehr. Ich habe das da stehen. In meinem Live-Video habe ich euch das auch gezeigt. Ich war ja vor kurzem auf Instagram live und habe euch das gezeigt. Deswegen will ich die Sachen unbedingt jetzt schon abdrehen. Habt Nachsicht, dass jetzt schon wieder ein Haul kommt, aber der ist von Februar und März. Also wundert euch nicht, dass es auch so viel ist. Ich fange auch gleich mal an. Ich habe mir zwei Oberteile gekauft, die habe ich auch in dem Live-Video schon herzeigt von Instagram. Ich habe mir einmal so ein rotes T-Shirt genommen, wem hätte es gewundert. Das ist auch ein bisschen so schulterfrei. In Rot habe ich es mir genommen. Ich gebe das gleich aber auf den Kleiderständer. So. Und in Schwarz habe ich es mir genommen. Also genau dasselbe und in Schwarz. Das fällt mir auf, habe ich früher immer urgern gemacht, wenn ich so Klamotten gehabt habe, die gleiches Ding, so wie das jetzt und nur verschiedene Farben. Dann habe ich mir die Mops-Wattepads gekauft, weil ich sowieso große wieder brauche, weil ich habe mein Backup jetzt schon angefangen und ich finde, da ist mehr drinnen als in denen von Müller. Naja, 50 Maxi-Wattepads. Ich weiß gar nicht, ob da... Ich habe das nicht zur Hand leider, aber dann hätte ich jetzt nachschauen können. Aber ja, habe ich mir gekauft. Wegen den Mops. Nein, nur Spaß. Ich habe das jetzt so scherzhalber mitgenommen, weil eben der Mops drauf war. Ich bin ein bisschen überfordert, weil es ist wirklich viel. Ich habe gesehen, dass das beim DM rausgeht. Da war ich im Donauzentrum. Da habe ich mich nämlich kurz mit der Tanja getroffen, musste auf sie warten ganz kurz und habe mir gedacht, okay, dann gehe ich kurz in den DM. Dann sehe ich, dass es nur noch drei von denen gibt. 95 Cent reduziert. Und sie gehen aus dem Sortiment. Ich glaube, sie waren 95 Cent reduziert. Ja, waren wirklich 95 Cent reduziert. Ich habe mir jetzt aber nur drei mitgenommen. Ich warte jetzt mal ab, ob sie bei Müller auch reduziert sind. Wenn nicht, kaufe ich sie mir nur bei DM. Nur weiß ich noch nicht wann, weil eigentlich dürfte ich mir diesen Monat nichts mehr kaufen. Das heißt, ich warte bis nächsten Monat. Aber ich habe echt Angst, dass ich dann keine mehr erwische. Ihr wisst ja, ich liebe das und ich kann nicht nachvollziehen, warum die das aus dem Sortiment nehmen. Kann ich wirklich nicht. Dann habe ich mir zwei Lancaster-Produkte gekauft. Die gingen nämlich aus dem Sortiment, die waren reduziert. Das glaube ich nur noch 14,99. Eigentlich wollte ich es auch verwenden. So wie das hier, wollte ich eigentlich auch in meinen Urlaub verwenden. Habe ich aber vergessen, gebe ich ganz ehrlich zu. Einmal ist es so eine In-Dusch-Lotion von Lancaster, wo man braun wird. Und ein Selbstbräuner. Wollte ich mal ausprobieren. Ihr seht ja, wie blass ich bin, deswegen wollte ich es unbedingt mal probieren. Ich bin gerade echt schockiert. Kein Wunder, dass ich so viel Geld ausgebe, aber also ich habe wirklich viel Geld ausgegeben den Monat. Ich habe mir gekauft, die war um 50 Cent reduziert, so eine Seife mit Meersalz. Viele sagen, dass es gegen Pickel hilft, deswegen habe ich mir die mal gekauft. Die geht leider aus dem Sortiment, also ich hoffe, ich mag sie nicht, weil dann kann ich sie mir nicht nachkaufen. Dann habe ich mir einen Nagellackentferner gekauft, weil ich habe nicht mehr viele Nagellackentferner. Ich habe nur noch einen kleinen von Balea oder Evelyn und noch irgendeinen. Dann habe ich mir drei Masken gekauft, weil sie aus dem Sortiment gehen. Da bin ich ganz ehrlich zu euch, sie haben nur noch 1 Euro gekostet. Die haben die urgeile Farbe. Das ist die Matcha-Maske von Valdini. Aldo Vandini, ja. Die gibt es ja leider nicht mehr. Es gibt andere, die gefallen mir zwar auch, aber ich bin echt traurig, dass die auflassen haben, weil die waren wirklich gut. Aber was will man machen? Dann habe ich mir neues Gesichtswasser geleistet. Auch für meinen Geburtstag habe ich mir das gekauft, weil das stand auf meiner Wunschliste. Ja. Ich bin echt gespannt, wie das ist, weil ich habe gehört, dass es sogar den ganzen Dreck runternehmen soll. Also bin ich echt, hoppala, neugierig, wie das ist. Dann war ich beim Actionmarkt. Ich sehe auch gerade, ich habe da noch das Herz von mir andrin. Dieses Mika-Herz. Ich war beim Actionmarkt. Ich habe da jetzt mehrere, nicht nur die zwei. Also werde ich sie euch im Laufe der Zeit zeigen. Die waren dort richtig günstig. Ich weiß es nicht auswendig. Ich weiß nur, bei Müller kosten es 6,45 oder so. Und beim Actionmarkt waren die günstiger. 2,95, 3,95, irgend sowas. Und deswegen habe ich da zugeschlagen, weil ich liebe diese Dinge. Das sind diese Komfortkapseln da. Habe ich mir gekauft. Beim Actionmarkt habe ich mir auch... Oh, nochmal Wattepads. Weil ich wissen wollte, wie die sind. Jetzt sind sie weg. Heute ist nicht mein Tag. Also, ich habe mir die Wattepads gekauft, diese Organic Cotton Pads. Mal gucken, wie die sind. Die sind schon ein bisschen zerdrückt, aber ich bin gespannt, wie die sind. Ich habe mir noch eine Tuchmaske gekauft, und zwar diese Calm Coco, weil die habe ich auf vielen Instagram-Fotos gesehen und wollte die unbedingt probieren.
Deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe sie mir. Vielleicht probiere ich die auch bald, weil letzte Zeit habe ich so Bock auf Kokosduft. Ja. Dann habe ich mir noch einen neuen Beauty Blender gekauft, weil der blaue war reduziert und den habe ich mir gekauft. Dann, böserweise, habe ich gerade gesehen, ich habe mir ein Duschgel gekauft. Aber nur, weil das um 1,50 aus dem Sortiment gegangen ist. Weil ich wollte das schon immer haben. Schon immer. Boah. Und ihr wisst ja, wenn Sachen reduziert sind, kaufe ich mir die leider immer. Dann habe ich mir noch ein Rasiergel gekauft. Da hatte ich sogar ein zweites. Das habe ich aber schon im Bad stehen, weil mein anderes leer worden ist. Das mag ich echt gern. Ich hoffe, dass das noch nicht so schnell rausgeht, dass ich mir noch ein paar Backups kaufen kann, weil das mochte ich wirklich gern. Dann habe ich mir auch reduziert gekauft. Ich glaube um 1-2 Euro. Das Melone-Peeling gekauft von Trestle Moon oder Trestle Moon. Da bin ich echt traurig, dass das rausgeht. Wirklich traurig. Ich müsste auch irgendwo noch eins haben, aber das muss ich euch dann zeigen. Dann habe ich mir gekauft, das hatte ich nämlich schon mal und ich verstehe nicht, warum ich es mir genommen habe. Aber ja, ich habe es mir mitgenommen. Es war in einem DM, in der SCN gab es das noch, weil das gab es schon lange nicht mehr. Und das habe ich einmal aufgebraucht. Das ist mit Zuckerapfel und das riecht so geil. Und das habe ich als Badezusatz verwendet damals. Und über das freue ich mich. So, ich habe jetzt den Sackerl hochgenommen, weil ich komme da irgendwie nicht weiter. Ich habe noch sogar Ferrero Küsschen gekauft und noch nicht gegessen. Hundefutter sehe ich da drin auch sehr schön. Ich habe mir ein paar Reinigungsbücher wieder vom Actionmarkt mitgenommen. Ich hoffe, ich raschel jetzt nicht so viel, aber es geht nicht anders. Da habe ich noch eine Packung und da sind noch zwei Packungen. Dann habe ich mir eine Zahnbürste gekauft, die ich schon längst austauschen hätte sollen. Okay, weiter geht's. Ich habe mir, die habe ich schon ewig gesucht, die ganze Zeit, weil ich vergessen habe, wo ich die hingegeben habe, Fresh Fruits Erfrischungstücher gekauft. Wollte ich eigentlich in meine Handtasche geben. So wie diese Handdesinfektionstücher wollte ich auch in meine Handtasche geben. Obwohl ich nicht weiß, ob das viel Sinn macht, aber wir werden sehen. Dann habe ich mir so eine kleine Mundspülung von Meridol mitgenommen, weil in letzter Zeit habe ich sehr, ich weiß, das klingt das voll ekelhaft, aber Zahnfleischbluten, urschlimm und ich krieg's nicht weg, deswegen habe ich mir das gekauft. Also das ist jetzt gemischt mit Müller, DM und weiß ich nicht was. Also habt da Nachsicht. Ich habe mir gedacht, ich schlicht das jetzt nicht so, dann würde ich ewig brauchen. Dann habe ich mir noch einmal ein Backup von den Melone-Peeling gekauft. Ich weiß, muss ich eigentlich nicht, aber ich habe ja immer gesagt, wenn was rausgeht, dann kaufe ich es mir schon. Und irgendwie in den letzten 2 Monaten gingen immer die Sachen raus, die ich mag. Das geht mir voll am Arsch. Dann, die habe ich sogar, glaube ich, zweimal. Ist das die? Irgendeine habe ich zweimal von Aveo. Ich weiß jetzt nicht, ob es die ist. Ist schon sehr lange her, man merkt es, glaube ich. Aber die Aveo-Seifen mochte ich ja bis jetzt immer am liebsten. Ich greife mir gerade echt imaginär auf den Kopf. Also, was ich alles gekauft habe. Da ist noch Actionmark und so gemischt. Ich zeige euch das jetzt alles mal in Kombi. Also, ich habe mir noch eine Zahncreme gekauft von Meridol. Dann von Actionmark zu Augenpads, weil ich in letzter Zeit voll eine Phase habe mit Augenpads. Wo ich nicht so oft welche verwende, aber egal. Die haben so ein Lace-Muster, also so Spitze-Muster. Ja, dann habe ich noch einmal diese Kapseln da. Da habe ich mich richtig abschleppen müssen an dem Tag, weil ich habe da wirklich viel gekauft an dem Tag. Dann, das gab es auch beim Actionmarkt und auf die freue ich mich schon, weil meine Seife jetzt leer ist. Es gab dort die... Gab es nämlich mal bei Müller, aber die ist dann auflassen worden. Das ist diese Schaumseife von Sagrotan. Die gibt es bei Müller nämlich nicht mehr. Ich hatte die nämlich mal, das weiß ich. Und die mit Aloe Vera, die fand ich immer so gut. Und ich bin so froh, dass ich die mir gekauft habe. Ich habe die mir sogar sehr oft gekauft. Da habe ich noch eine. Und da habe ich noch eine. Und ich habe sogar noch einmal diese Kapseln da. Sagen wir lieber dazu jetzt nicht. Und das habe ich gesucht, weil ich wollte mein altes nämlich aussortieren. Das ist das hier, dieses für die Pinsel zum Reinigen. Ich finde vielleicht ist das einfacher, weil ich mache es kurz auf, ich brauche es ja eh dann heute, wenn ich meine Pinsel sauber mache. Ich glaube, das ist ein bisschen handlicher, wenn man da mit der Hand reinfahren kann. Es ist zwar ein bisschen zu groß, glaube ich sogar, aber wenn man es festhält, ist das, glaube ich, sogar ein bisschen besser. Weil meins funktioniert nicht mehr so gut. Das rutscht mir immer davon auf. Dann habe ich mir Kerzen gekauft, weil ich eigentlich im Urlaub mehr Kerzen anzünden wollte. Aber die riechen nur gut. Die riechen nach Apfelkuchen. Da ist auch ein Apfelkuchen drauf. Die riechen mega. Waren auch von Actionmark und waren auch total günstig. Total, total günstig. Also jetzt langsam wird es peinlich, finde ich. Jetzt langsam wird es wirklich peinlich. Ich habe dann noch eine Seife.
Ich bin urdreckig. Ich bin so dreckig, weil die Sacker so lange gestanden sind da. Oh Gott. Also ich habe dann noch eine Seife, die habe ich mir doppelt gekauft. Die da, die habe ich jetzt aktuell in Verwendung. Die seht ihr, glaube ich, im nächsten Aufgebraucht-Video. Wild Orchid. Die ist ganz okay, aber ich kann jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt, drüber sagen. Aber ich brauche jetzt, ehrlich gesagt, ganz lange keine Seifen mehr. Dann habe ich mir noch einmal die beiden gekauft. Ich bin gerade echt enttäuscht von mir selber. Ja, also Februar und März wird nicht besser ausschauen mit dem Kaufverhalten, glaube ich. Aber was soll's. Ich wollte die unbedingt nochmal haben. Da habe ich leider nur eins erwischt, weil das habe ich sonst nie ganz vor mir gesehen, glaube ich. Der ganze Staub. Entschuldigung. Oh. Aber ich habe mit, da habe ich jetzt drei noch. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche im Kasten habe, aber ja. Ich hoffe, ich kriege das überhaupt alles in den Kasten. Dann das Grapefruit habe ich mir auch nochmal genommen, weil das fand ich damals auch sehr gut. Ja, das mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ich finde schade, dass die beiden rausgegangen sind. Jetzt kommen wieder Klamotten. Letztes Mal hat euch das nicht gestört, wenn ich euch Unterwäsche zeige. Deswegen, ich habe mir ein BH geleistet, der ist so dunkelblau. Beim H&M war das. Das war der einzige, wo ich reinpasst habe. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 probiert und das war der einzige, wo ich reinpasst habe, der ist so dunkelblau. Weil ich brauche wieder welche. Ich habe keine mehr und das nervt mich total, wirklich. Dann habe ich mir eine Hose gekauft, wo ich hoffe, dass die erlaubt ist. Die zeige ich euch jetzt nicht so ganz genau her, weil die... Da war ich richtig angepisst, dass ich da irgendwie nicht was Gutes gefunden habe. Aber was soll ich machen? Beutel. So, dann habe ich mir ja noch Socken gekauft beim H&M. Einmal die mit Burger und Getränk. Dann einmal Spiegelei und die finde ich auch geil. Rot mit Spiegelei. Und die letzten sind Popcorn. Ihr wisst, ich stehe auf die Socken. Jedes Mal, wenn ich dort bin und ich finde welche, nehme ich mir welche mit. Weil Socken kann man immer brauchen. Ich verstehe nicht, warum der Bieber diese Dinger hier verteilt. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, Papier ist zwar besser als Plastik, aber das ist so ekelhaft, das Ding. So. Beim Bieber. Ich weiß, viele in Deutschland haben es nicht, den Bieber. Aber bei uns in Österreich gibt es den ja. Und so geil. Die haben jetzt koreanische Gesichtspflege. Ich bin halb ausgedickt. Ich habe es auch auf Instagram gestern postet. Also ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Hätte ich jetzt nicht gestern sagen sollen. Aber ich habe das auch auf Instagram in meiner Story postet. Die haben Misha Gesichtsmasken. Deswegen habe ich mir da 4 mitgenommen. Und die waren nicht gerade günstig. Ich habe 40 Euro beim Bieber lassen. Normalerweise kaufe ich nicht so viel dort. Einmal die Misha in Pearl. So sieht die aus. Dann die... Red Ginseng. Ich glaube, das ist Zimt. Ja. Dann Aloe Vera. Und die, die mich am meisten interessiert, ist die Mango. Aber die waren relativ teuer. Dann gab es auch Tony Moly dort. Und ich habe glaubt, ich raste aus. Ich habe wirklich glaubt, ich raste aus. Ich habe nämlich diesen Panda mir gekauft, den ich schon immer haben wollte. Der ist nämlich für die Augen. Ich glaube, das ist nämlich eine Augenpflege. Ich will die jetzt nicht aufmachen. Sie ist so relativ locker. Warum? Ah, die hat hier so einen Schutz. Okay. Ich werde den wahrscheinlich bald verwenden. Ich weiß nur noch nicht, da steht so cool Eisdick. Sinkkontur Augen. Sehr erfrischendes Anti-Augenringe und Anti-Falten-Serum. Aha. Für den Augen... Was? Für die Augenkonturen. Ich brauche eine Brille. Verleiht einen ausgeruhten und verjüngten Blick. Das heißt, ich kann die dann in der Früh vielleicht ausprobieren. Ich habe nämlich diese Falte. Seht ihr da? Diese Falte hier. Und die. Ich weiß nicht, ob es Feuchtigkeitsmangel ist, aber diese Falte nervt mich. Dann habe ich mir ein Lipbalm Banane gekauft. Ich habe ihn auch der Lin gekauft. Hätte ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen müssen. Aber ich wollte ihn unbedingt haben, weil es Lippenpflege in Bananeform ist. Die Handcreme war ich so brav und habe mir nicht gekauft. Aber den werde ich auch jetzt auch verwenden. Ich habe zwar eh hier den stehen, aber ich werde den Banane, glaube ich, eher verwenden. Und ich werde mal meine Lippenpflege aussortieren, weil ich habe ganz viele noch. Und die werde ich jetzt demnächst aussortieren oder Lino oder so geben. Dann, und auf das freue ich mich schon so, ich habe glaubt, ich raste aus, wie ich das gesehen habe. In letzter Zeit bin ich voller Banane-Junkie. Werdet ihr gleich sehen, wenn ihr die restlichen Sachen seht. Es gibt von irgendeiner koreanischen Marke ein Banane-Reinigungsgel. Ein Banane-Reinigungsgel. Ich habe echt gedacht, ich tick aus, wie ich das gesehen habe. Es ist sogar total verschweißt. Deswegen konnte ich nicht dran riechen. Aber das machen wir jetzt.
So, radikal aufreißen hier. Bin so gespannt. Nein, das ist zugeschweißt. Dein Ernst? Oh, das riecht wie ein Bananeneis. Oh mein Gott, das riecht wie ein Bananeneis. Ich werde mir das, glaube ich, sofort in mein Badezimmer stellen. Eigentlich wollte ich mir ein bisschen Zeit lassen mit der Bananenreinigung, aber oh, die riecht so geil. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht viel drin. Das ist schon sehr wenig drinnen. Also da bin ich jetzt ein bisschen 6,99 für das Ding, finde ich schon ein bisschen heftig. Oh, scheiße. Aber es hat so eine cremige Konsistenz. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht sehen. Jetzt da. Also ich werde es mal probieren. Ich muss mir eh eine Reinigung ins Badezimmer stellen. Ich werde das mal probieren und mal euch berichten, wie ich das finde. Weil ich habe es mir halt nur mitgenommen wegen Bananen. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Fangen wir mit Lush an, weil das habe ich mir ja nicht selber gekauft. Das habe ich ja von der Tanja geschenkt bekommen. Deswegen werde ich es auch nicht dazu schreiben. Sie hat mir ja das Peeling geschenkt von Lush, was ich unbedingt haben wollte. Und sie hat mir auch eine Badebombe geschenkt. Das ist dieses goldene Eis. Sie hat aber gesagt, ich darf es nicht auspacken, weil dann bin ich voller goldenem Glitzer. Aber es riecht durch die Verpackung durch. Urgeil. Urgeil. Ja. Das hat sie mir geschenkt zum Geburtstag, deswegen werde ich es nicht dazu rechnen. Dann war ich beim Douglas und ich war böse beim Douglas. Sehr, sehr böse beim Douglas. Ich habe mir als allererster wieder die Biotherm-Maske gekauft, weil ich will jetzt demnächst eine verwenden. Die ist ganz schön teuer mit 5,95, aber ich will die unbedingt benutzen und deswegen habe ich mir gedacht, okay, weil ich sie unbedingt verwenden will, kaufe ich mir eine zweite. Dann habe ich mir von Biotherm, die habe ich jetzt noch nicht verwendet, ich wollte die unbedingt als nächste aufbrauchen, weil ich habe die in groß und die gab es um 20 Euro beim Douglas. Ich habe mich so über die gefreut. So über die gefreut, weil die relativ günstig ist. Und die große Größe, die kostet ja urviel. Und deswegen, ich habe die große, die habe ich mal geschenkt bekommen. Aber auf das freue ich mich. Auf das freue ich mich sehr. Dann habe ich von Douglas, also ich habe gesehen, im Internet kriege ich ja immer den Newsletter von Douglas. Und da habe ich gelesen, dass es die Marke Ordinary gibt. Und viele schwärmen von der Marke. Und ich habe mir ein Serum gekauft. Ich weiß, ich brauche eigentlich nichts, aber ich habe mir das gegönnt. Das war auch für meinen Geburtstag eigentlich. Ich dachte, so die Maske, die Nachtcreme und das wäre eigentlich auch mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst gewesen. Aber ich hätte ehrlich gesagt warten sollen. Aber okay. Jetzt ist schon geschehen, jetzt ist es wurscht. So sieht's aus. Das ist ein bisschen geliger von der Konsistenz her. Ich weiß noch nicht genau, wann ich es verwende, aber ich will es bald benutzen, weil ich wissen will, wie es ist. Dann habe ich zwei Proben bekommen. Bei den einen Einkauf, wo eben das Ordinary dabei war, die Biotherm-Pflege und die Maske, habe ich zwei Proben bekommen. Einmal von Chloé Nomad, der Duft. Sieht so aus. Nur mag ich den Duft irgendwie nicht. Ich muss ihn an mir probieren. Ich weiß nicht, wie ich ihn finden werde, wenn er an mir ist, aber mal gucken. Dann habe ich eine Pflegeprobe bekommen. Irgendeine Feuchtigkeitspflege von irgendeiner Marke, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Aber ich finde das cool. Also sie geben sich mehr Mühe beim Douglas. Ich war auch auf der Kärntner Straße. Die waren wirklich nett. Da gibt es zwei Douglas. Bei einem war ich drin, weil ich eine Probe von was haben wollte. Das hatten sie aber nicht. Und sie hat mir aber von Live Plankton Elixir eine Probe gegeben. Das werde ich auch sofort dann in mein Badezimmer stellen, weil angeblich soll da die Haut innerhalb von 8 Tagen besser werden. Und ich bin echt gespannt. Ich überlege auch, ob ich es vielleicht abfotografieren soll, meine hässliche Fresse, um vielleicht wirklich einen Unterschied zu merken. Muss ich noch überlegen. Aber das benutze ich auf jeden Fall als nächstes, die Probe. Gestern war ich ja mit meiner Cousine und mit meiner Nichte unterwegs. Und ich habe mir die Aldo Vandini-Masken gekauft. Die Thermomasken. Sollte es sie das nächste Mal noch geben, werde ich mir das nächste Mal wieder welche mitnehmen. Ich habe mir jetzt ein paar mitgenommen. Weil die gibt es leider nicht mehr. Ich habe ja gehofft, dass es so eine Ersatz kommt, aber also die sieht so aus, wenn ihr wissen wollt, wie die ist. Ich habe die früher immer urgern gekauft und habe dann aufgehört, die nachzukaufen. Fragt mich nicht, warum. Aber ich habe dann aufgehört, sie nachzukaufen. Ja, und ich habe keine Ahnung, wieso. Also habe ich mir gedacht, ich kaufe sie mir wieder nach. Dann
Den Haul habt ihr auch, also da habt ihr ein Foto gesehen in meiner Insta-Story. Habe ich mit Mühe und Not versucht zu machen, weil mein Handy da kaputt war zu der Zeit. Von 183 Days gibt es neue Produkte. Und die haben mich sowas von angesprochen. Und ich bin ja total lange den Make-up Base Matcha, Erdbeer und Banane hinterhergelaufen. Und die Banane wollte ich damals unbedingt haben. Und die hat es aber nirgendwo gegeben. Ja, und auf Instagram habe ich eben gesehen, dass sie neue Produkte rausbringen. Also habe ich gesehen, sie haben eine Vanille Shake Make-up Base. So ein geiles Ding. Also sowas Geiles habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe, glaube ich, nur einmal dran gerochen. Die riecht so gut. Also ich bin echt begeistert. Wirklich begeistert. Und ich war echt happy, dass ich die erwischt habe. Es gibt ja noch mehr Bananensachen auch von 183 Days. Und ich habe leider von der die Kokos an dem Tag nicht erwischt. Gestern war aber ich mit meiner Nichte und mit der Mine unterwegs und dort gab es die Kokos. Und das war, glaube ich, sogar die letzte. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Und auf die habe ich mich auch so gefreut. Weil die Verpackung von der Marke, die ist einfach Hammer. Schaut euch das mal an. Also, ich weiß ja, viele werden wieder sagen, ich soll mich nicht so sehr an die Marke gewöhnen, aber ich finde das mega, also wirklich mega. Dann, da muss ich mich überreden, eigentlich fast. Nein, nicht überreden, überreden ist das falsche Wort, aber eigentlich hätte ich es nicht kaufen müssen. Ich wollte das aber unbedingt haben. Von 183 Days gibt es eine Glow-Palette mit Bananenduft. Da steht Peel, Eat, Slip. Und ich fand das so geil. Also so sieht das mal aus. Und von innen zeige ich sie euch auch. Die hat irgendwie die urgeile Verpackung. Sie riecht ein bisschen künstlich. Ja, sehr künstlich. Also nicht richtig nach Banane, sondern eher mega künstlich. Aber so sieht die... Moment. So sieht die Palette aus. Ich habe noch keinen blassen Dunst, wann ich die jemals verwenden werde. Aber ich fand die echt... echt geil. Ihr wisst ja, Banane, das ist so richtig mein Ding. Dann habe ich gesehen, sie haben Concealer. Und musste mir dann natürlich einkaufen, weil wie kann es anders sein? Ich will den auch unbedingt bald testen, weil wenn der gut ist, werde ich mir Backups kaufen von dem. Ich weiß, es klingt voll bescheuert, aber das Problem ist ja, dass die Marke ja nicht so lange gibt. Ich meine, der ist sehr, sehr hell. Der ist wirklich viel zu hell, glaube ich sogar. Der ist wirklich sehr hell. Oder ich kaufe mir noch den anderen. Aber der riecht so göttlich. Ich habe mir von Sally Hansen ein paar Nagellacke mitgenommen. Wenn ich den Rest finde, zeige ich euch im Kaufverhalten-Video von den restlichen Nagellacken. Den roten habe ich euch ja eh schon gezeigt. Dann habe ich mir noch einen pinken gekauft. Der sieht so aus. Den habe ich leider noch nicht oben gehabt. Ich habe nämlich noch viel mehr. Ich habe über 12 Stück oder so gekauft. Und ich weiß nicht, wo ich die hintan habe. Nicht cool. Also muss ich schauen, dass ich die bald wie möglich finde. Dann habe ich mir einmal den hier gekauft und den blauen, obwohl ich den nicht gebraucht hätte. Aber wer braucht heutzutage schon was? Einen habe ich da gerade noch gefunden. Aber den werde ich wahrscheinlich meiner Mom schenken, weil der gefällt mir nicht so gut auf mir. Oder doch? Ich muss ihn nochmal probieren, wie er auf meinen Nägeln ausschaut. Dann, zwei Sackerl habe ich noch, dann sind wir durch. In Floridsdorf beim Müller gibt es ja MAC. Die hatten eine Aktion, wo wenn man zwei Sachen kauft, kriegt man einen Lippenstift gratis dazu. Man darf sich den Lippenstift nicht aussuchen. Sie haben so welche abschreiben lassen und haben die dann als Geschenk genommen. Und da braucht die Shea natürlich einen Lippenstift, ich meine, hallo. Deswegen habe ich mir zwei Produkte von MAC gekauft an dem Tag. Einmal das Cleanse of Oil. Ihr seht, ich habe auch einen Lippenstift schon in der Hand. Einmal das Cleanse of Oil. Das werde ich auch jetzt verwenden, weil ich, Dummbeutel, war in Floridsdorf gestern und habe meinen Augen-Make-up und Lippen-Make-up in Fanner von MAC kaufen vergessen. Warum hat die Sicherung darunter genommen? Das ist urekelhaft jetzt. Ja. Und deswegen ärgere ich mich ein bisschen, dass ich dort war und mir den nicht mitgenommen habe. Aber mit dem hat die gesagt, geht das auch runter. Deswegen probiere ich es mal mit dem. Wenn es nicht geht, dann muss ich mir halt den Lippen- und Augen-Make-up-Entferner wieder kaufen. Aber mir wäre es lieber, ich hätte einen Ersatz. Ich meine, ich will nicht, dass der Ersatz von MAC gerade ist, aber okay. Vielleicht komme ich mit dem Öl länger aus. Aber wir werden mal sehen. Ich muss mir mal überlegen. Ich probiere jetzt mal das Öl, bevor ich mir den Augen- und Lippen-Make-up-Entferner wieder nachkaufe. Und dann
Werden wir mal sehen. Ich habe mir auch den Pinselreiniger wieder gekauft, weil ich muss ehrlich sagen, der von Ebelin, ich habe ihn auch noch nicht so oft benutzt, weil ich ihn einfach hasse. Mit dem kriege ich meine Pinsel nicht sauber und deswegen geht mir der von MAC extrem ab und deswegen habe ich mir den auch wieder nachgekauft. So, da habe ich dann einen Lippenstift gratis dazu bekommen, weil ich mir eben die beiden Sachen ausgesucht habe. 2N heißt der und das ist ein ganz, ganz krasses Nude. So sieht er aus. Sie hat auch gesagt, ich kann ihn über dunkle Lippenstifte drüber geben und das werde ich dann auch machen. Aber der musste auch mit. Der war gratis. Also ja, ich weiß, es hätte nicht unbedingt sein müssen. Besonders nicht, weil ja eine MAC-Kollektion rausgekommen ist. Die ganzen Rechnungen. Oh Gott, ich habe schon Angst vom Zusammenzählen. Es kam ja eine neue MAC-Kollektion raus, die Boom Boom Bloom heißt die, glaube ich. Und die habe ich gesehen und habe gewusst, dass ich mir auf jeden Fall von der welche Sachen kaufen werde. Egal ob... egal was, habe ich mir gedacht. Aber ich wollte unbedingt was davon kaufen. Ich habe mir natürlich das Fixing Spray gekauft. Das ist sowas von typisch, ich weiß. Aber das war das Erste, was ich mir auf jeden Fall kaufen wollte. Das ist nämlich so schön, das Teil. Das ist so schön. Und es riecht voll gut. Jetzt habe ich halt zwei verschiedene Verpackungen, wo ich dann immer switchen kann. Jetzt habe ich die und die als Limited Edition Verpackung. Weil die gebe ich auf gar keinen Fall weg. Also wenn, dann würde ich da immer nur das Kokosnuss reinfüllen. Und da ist jetzt Cherry Blossom drin. Ich weiß nicht, was ich dann reinfüllen würde, wenn das dann leer geht. Also da muss ich erst einmal vielleicht gucken dann. Oh, jetzt gebe ich das Kokos rein da. Es gehört so. Ja. Aber ich werde auch mir Zeit lassen. Ich werde erstmal den aufbauen. Ich habe da noch so viel. Jetzt brauche ich mir wenigstens kein anderes kaufen, weil ich die Limited Edition habe. Und ich kann ja die Verpackung immer tauschen. Also ich kann mir einmal das Kokos nachkaufen, wenn ich Lust habe auf das Kokos und einmal ein anderes. Ich muss mal durchschauen, welches es da noch gibt. Ich weiß, das ist voll unnötig. War aber auch ein Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Ja. Dann habe ich mir einen Lippenstift gekauft von der Kollektion. Ich habe mich echt verliebt in die Farbe, weil das ist richtig so, das war so richtig meins. Die anderen haben überhaupt nicht zu mir passt, leider. Und der halt extrem. Oh, der hat einen Cut. Das finde ich aber nicht cool. Da oben ein Cut. Man sieht es eh nicht gut. So sieht die Farbe aus. Der ist so schön. Der ist so schön. Ich muss unbedingt noch Swatch-Posts machen mit dem. Man sieht, ich habe viel vor, was aber wahrscheinlich eh nie hinhauen wird. Ich habe die restlichen Sally Hansen Nagellacke gefunden. Das sind die. Ich zeige es euch mal so im Schnelldurchlauf. Einmal habe ich mir noch den glitzerigen gekauft. Den bereue ich ein bisschen, weil ich habe ihn seitdem nicht benutzt. Dann den hier und den fand ich so schön. Muss ich unbedingt mal lackieren. Das ist so ein richtig schöner. Die waren nämlich um 70% reduziert. Also nicht einen Schock kriegen, weil ich so viele jetzt habe. Die gab es dann um 1,80 Euro. Und die oder die mit dem goldenen oben um 3,90 Euro oder 3,80 Euro, je nachdem, was die Kasse eben abzogen hat. Und den musste ich auch unbedingt haben. Den wollte ich früher immer schon mal haben, wie ich den damals gesehen habe. Dann habe ich noch den hier. Bei dem bin ich mir auch nicht sicher, ob mir der gefällt. Aber wir werden sehen. Dann habe ich noch drei. Ja, ich habe noch drei. Ich muss aber sagen, ich muss gucken, dass ich ein paar von meinen Nagellacken aussortiere. Was nicht leicht sein wird. Ich habe auch ein paar Mal den von MAC benutzt. Den da. Er schaut doch urschlimm schon aus, weil er schon so alt ist. Den will ich nämlich unbedingt versuchen aufzubrauchen, weil die MAC gibt es nicht mehr. Die haben die Nagellacke leider auflassen. Und ich mochte aber die Nagellacke von MAC sehr gerne. Ihr habt sie oft in MAC-Favoriten-Videos gesehen bei mir. Und ich habe sehr viele von MAC. Deswegen fand ich es echt schade, aber die werde ich auch nicht aussortieren. Also ich muss ein paar raussuchen, was ich doppelt habe, da sehe ich zumindest ein. Und halt einfach welche, die ich einfach nicht verwende. Zum Beispiel ganz viele unten von Essence, die benutze ich einfach nicht. Ja. Und ich sehe auch noch welche, die ich auch nicht verwendet habe bis jetzt. Also ich werde einmal so radikal ausmissen, weil ich mir die gekauft habe. Bin nur neugierig, was da rausfliegt. Weil ich habe eigentlich jetzt auch öfter vor, meine Nägel auf den Füßen zu lackieren, aber in letzter Zeit habe ich das auch gar nicht gemacht. Aber egal. Ich habe dann noch drei. Einmal den hatte ich sogar schon oben, der war so schön. Der war so schön.
Der hat mir so gut gefallen. Ich habe ihn auch irgendwo herzeigt, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher. Einmal den. Weil ich habe einen von Essence, der so ähnlich ausschaut. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo er ist, aber ich habe irgendwo einen und den gibt es nicht mehr. Und einmal habe ich mir noch den gekauft, weil der so ähnlich ausschaut wie ein Lippenstift von MAC. Und ich habe da eine Bluse oder beziehungsweise eine Weste. Und wenn ich das dann gemeinsam oben habe, ich freue mich schon vom Frühling, wie man sieht. Das kleine Stückerl muss ich jetzt reinschummeln in mein Haul-Video. Ich habe nämlich eine Sache vergessen. Ich war ja noch bei mir Frottee. Gebe ich gleich die Rechnung auf die Seite. Ich habe vollkommen vergessen, euch die Sachen zu zeigen. Ich habe mir noch meine Reinigungstücher nachgekauft. Viermal, weil ich keine mehr hatte. Da ist ein Fahrschein drin und ich war wieder brav und habe einen Sacker von mir verwendet. Ich räume noch schnell die Sachen aus. Ich hatte ja meinen Geburtstagsgutschein und da habe ich eine Mascara dazu gekriegt, obwohl ich die eh schon doppelt habe. Ja, was soll ich dazu sagen? Dann habe ich noch gekriegt... Nein, Blödsinn. Den habe ich mir mit meinen Punkten genommen. Den Jasmin-Duft, weil ich den unbedingt nochmal haben wollte, weil meiner ja leer war. Und ich habe mir eine In-Dusch-Lotion mal von Yves Rocher gekauft, weil ich beim DM keine von Nivea gesehen habe, die mich angesprochen hat. Es müsste ja eigentlich diese Aloe Vera geben, aber ich finde sie nicht und ich weiß nicht, wo ich noch schauen soll. Beim Biber habe ich vergessen. Und dann habe ich noch so eine Bodylotion mit Aloe Vera dazu bekommen. Und die ist, glaube ich, diese Hafer in Duschlotion. Ich habe noch nicht dran gerochen, weil ich stelle die ja sowieso dann bald als nächstes in meine Dusche. Aber die riecht echt gut. Und wenn sie gut ist, könnte ich sie mir ja nachkaufen. Ich halte euch auf den Laufenden, wenn ich das Produkt mal aufgebraucht habe. Das habe ich leider vergessen, das musste ich reinschummeln. Wir kommen schon zum letzten. Als allererste zeige ich euch mal die Palette. Ich habe die schon uroft herzeigt. Ich glaube, auf Instagram habe ich es gezeigt, im Live-Ding habe ich es gezeigt und hier zeige ich sie euch nochmal. Ich habe mir die Alien-Palette gekauft. Das einzige Problem ist, eine Freundin von mir und ich, wir haben sie jetzt schon lange nicht mehr gesehen, fällt mir gerade auf. Anfang Februar, das letzte Mal, ist fast ein Monat, ist ein Monat her, um Gottes Willen, muss ich sie mal anschreiben. Wir haben sich die Alien-Palette gewünscht, weil wir haben oft drüber geschrieben und haben mal gesagt, wir wollen sie unbedingt haben. Und ja, es hat ewig gedauert. Sie hat einmal angerufen, wo wir sich getroffen haben und hat gefragt, was ist denn los? Und hat gefragt, ob die Alien-Palette, ob sie die haben. Die haben aber damals gesagt, nein, sie ist ausverkauft. Okay. Waren wir dann woanders, waren aber nicht glücklich drüber und einmal habe ich wieder angerufen, weil ich hinfahren wollte, hat sie zu mir gesagt am Telefon, die Verkäuferin, die kommt zurzeit nicht nach und sie kann sie auch nicht reservieren. Habe ich mich natürlich beschwert und gesagt, das kann es aber nicht sein, weil ich habe extra einen Gutschein mir zu Weihnachten gewünscht von zwei Personen, damit ich mir die Palette kaufen kann. Ich sagte, ich habe dann mit dem Gutschein keine andere Verwendung, weil ich gehe nie zu euch einkaufen, habe ich hier mitten ins Gesicht gesagt. Da habe ich dann meine Nummer hinterlassen und sie gesagt, wenn die Palette da ist, ruft sie mich an. Okay. Am 7. Februar hatten Diane und ich eben Jahrestag und wir waren auf der Marie-Hilfer-Straße unterwegs und ich habe Diane und ich haben so spontan entschlossen, weil ich ihm von der Palette erzählt habe, hieß sie, ob wir kurz gucken können wegen der Alien-Palette, weil ich gesagt habe, sie haben sich noch nicht gemeldet und ich würde gerne schauen, ob sie jetzt gibt oder nicht. Okay. War er so nett und ist mit mir zu dem Geschäft gegangen. Die Jeffree Star Sachen gibt es übrigens Maria-Hilfer-Straße. In dem Gerngroß drinnen gibt es. Ja, und ich gehe zu den Jeffree Star Sachen hin und sehe gleich diese Schachtel. Ich habe mich so aufgeregt. Ich habe mich wirklich sowas von aufgeregt. Es war zwar genug da, ja, aber ich finde das eine bodenlose Frechheit, wenn du extra deine Nummer hinterlässt, weil wir haben ja auch, ich arbeite bei Müller, wisst ihr das? Und wir haben ja auch sehr viele Kunden, die was haben wollen und wir bestellen das extra für die oder wenn es da ist, schreiben wir sich das extra auf oder weiß ich nicht was. Und geben sich halt Mühe, dass das die Leute auch bekommen. Und da fand ich das wirklich eine Frechheit, dass da keiner sich gemeldet hat. Ich habe dann die Verkäuferin angesprochen, weil ich habe mir die Palette geschnappt und bin zur Kasse gegangen, beziehungsweise habe eine Kasse gesucht. Und sie hat dann gesagt, okay, sie wollen zahlen und habe sie dann doch gleich darauf angesprochen. Ich habe gesagt, das ist schon ein bisschen komisch, weil ich habe extra meine Nummer hinterlassen und keiner hat mich angerufen. Kriege ich als Antwort von der Verkäuferin, dass sie ja eh jetzt dauerhaft nachkommt und dass deswegen ich nicht angerufen worden bin. Ja, und ich hätte, wenn ich jetzt nicht zufällig mit dem Jan auf der Maria-Hilfe-Straße gewesen wäre und unseren Jahrestag, dann hätte ich ihm wissen sollen, dass die Palette da ist. Ich meine, das finde ich schon ein bisschen komisch, aber
was soll's? Ich zeig's euch jetzt mal, für was, also welche Palette dieses ganze Drama wert war. So sieht sie aus. Ich habe mich bis jetzt noch nicht damit geschminkt. Ich wollte euch auch fragen, ob ihr ein Video haben wollt. Das einzige Problem ist, ich habe keine Ahnung, welche Farben ich dann verwenden soll. Ich habe wirklich keine Ahnung, welche Farben ich benutzen soll. Und ich will sie auch vorher, gebe ich ganz ehrlich zu, noch fotografieren, bevor ich ein Video damit mache. So. Ich liebe diese Palette jetzt schon. Ich habe sie noch nicht benutzt, aber ich finde sie so schön. Die ist wirklich so, so schön. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mir gefällt dieses Lila besonders gut da. Auch das gefällt mir gut. Oder die Farben da, die ist wirklich Hammer. Das ist das einzige Produkt, wo ich wirklich hinterhergelaufen bin von ihm. Weil, ich weiß nicht, ob ihr die Jeffree Star, also ob ihr ihn kennt und die Sachen kennt, aber die Sachen sind wirklich nicht schlecht. Ich habe ein Lippenpeeling, das ich komischerweise nicht mehr finde, weil ich nicht weiß, wo mir das jemand hin dann hat. Aber die Alien-Palette habe ich damals in seinem Video gesehen und die wollte ich unbedingt haben. Weil ihr wisst ja, das ist genau mein Beuteschema an Lidschatten. Das ist genau mein Ding. Also deswegen wollte ich die damals unbedingt haben. Und ich finde auch die Verpackung, also das ist so groß fast wie mein Gesicht, kann man sagen. Also das ist echt arg. Aber die Palette ist wirklich wunderschön. Ich lasse sie auch in der Verpackung. Die war nämlich wirklich teuer, falls jetzt Fragen kommen, wie viel sie kostet hat. Ich habe einen 30-Euro-Gutschein gehabt von meiner Schwester und von meiner Cousine. Sie haben sich das... Also, eine hat mir 10 Euro geschenkt, die andere 20, weiß es nicht wer. Und ich habe mir halt extra die Gutscheine speziell gewünscht, weil sie haben mich beide gefragt und da habe ich eben gesagt für Marionneau, damit ich mir eben die Palette kaufen kann, weil die Palette hätte 60 Euro gekostet. 60 Euro! Könnt ihr euch das vorstellen? Ich ergab mich hart um. Ich meine, ich habe es ja gleich genommen, ohne auf den Preis zu schauen, glaube ich. Und bei der Kasse dann hat sie gesagt 59,99, glaube ich. Und ich habe so die Augen aufgerissen und habe dann gesagt, ich habe noch Gutscheine. Und dann musste ich nur irgendwas mit 30 Euro und noch was zahlen oder 29 irgendwas musste ich dann noch zahlen. Aber das ist echt heftig, oder? Das ist wirklich heftig. War wirklich... Ich musste erstmal schlucken. Und dann habe ich sie auch noch für eine Freundin mitgenommen. Die mit mir so lange gewartet hat, bis die Palette rauskommt. Weil sie nicht konnte an dem Tag. Und deswegen habe ich sie mitgenommen. Und die 60 Euro haben auch wieder an. Sie hat es mir eh am selben Tag noch gegeben, aber das hat... Wenn ich nicht die Gutscheine gehabt hätte, weil meine Freundin hatte ja keine und ich war die Einzige, die Gutscheine hatte. Also sie hat mir echt leid dann, dass sie die ganzen 60 Euro zahlen hat müssen. Das war wirklich heftig. Und weil ja viele immer fragen und ich das jetzt immer herzeige, wie ich die Alien-Palette gekauft habe, habe ich dort bei Marionneau wenigstens eine Duftprobe bekommen von dem neuen Guerlain-Duft. Man sieht ihn noch drin, wie er ausschaut. Ich habe ihn noch nicht verwendet, wir haben die Marke ja nicht bei uns bei Müller, aber ihr seht, ich kriege schon so kleinweise Proben zugeschoben. Beim Douglas, glaube ich, habe ich nichts gekriegt für den Pinsel, was ich eine Frechheit fand, aber hätte ich damals auch was sagen können, seht. Ich bin auch brav, oder? Ich sage euch, ihr sollt immer was sagen und da habe ich selber vergessen, aber okay. Mein Freund hat mir zum Jahrestag den Shiseido-Pinsel geschenkt. Das heißt, den darf ich auch nicht aufschreiben, darf ich nicht vergessen. Der hat 45,95 gekostet. Ein bisschen weniger, weil ich ja meine Douglas-Karte Gott sei Dank mitgehabt habe. Deswegen hat sich mein Freund ein bisschen was erspart. Ich habe ihn bis jetzt auch noch nicht verwendet. Ich wollte ihn euch unbedingt zuerst zeigen. Ich werde ihn demnächst dann mal benutzen. Ich weiß nicht, ihr kennt ihn sicher. Das ist so ein kleiner Make-up-Pinsel. Ich bin schon so gespannt. Der ist nämlich so butterweich. Mein Hund grunzt, er kratzt sich, man sieht nichts. Bin schon echt gespannt, wie der ist. Bin wirklich gespannt, weil den wollte ich schon seit der rausgekommen ist haben. Dann ist er ja neu gemacht worden und ich habe schon Panik gekriegt, dass er rausgeht. Und dann ist er nur neu gemacht worden, weil er hat ja vorher eine andere Verpackung gehabt, was ich weiß. Also der hat ganz anders ausgeschaut als jetzt, wie meiner. Ja, aber ich bin wirklich, wirklich happy über dieses Ding hier. Über alles. Über meine Alien-Palette, über die Bioderm-Sachen, über die MAC-Sachen. Weil ich habe schon lange nichts mehr bei MAC gekauft, außer... Oh, siehst, meine Mom hat recht. Ich habe nämlich behauptet, ich habe schon lange nichts mehr gekauft. Dabei habe ich ja den Brush Cleanser und das Öl gekauft, damit ich den Lippenstift kriege. Ja. Ich glaube, ich war im Februar. Ja, das war im Februar. Also am besten sagen wir jetzt mal nichts, würde ich mal sagen. Ja, egal. Dafür sollte ich mich die nächsten paar Monate ein bisschen zusammenreißen.
Wo habe ich denn das? Ah ja, ich habe eine Handcreme auch noch dazu bekommen, habe ich euch jetzt vergessen zu zeigen. Zu dem MAC-Einkauf von der Boom Boom Bloom Allee habe ich die Handcreme als Geschenk bekommen. Ja. Hoppla. Ja, das war's. Ich glaube, das Video ist eh lang genug, das wieder schneiden wird die Hölle werden. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob es bei euch schon mit den Proben besser läuft und was ihr von meinen Sachen am interessantesten fandet. Das könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und wenn ihr ein Video zu der Palette haben wollt, müsst ihr mir das auch bitte schreiben, weil ich werde versuchen, dass ich dann bald ein Video abdrehen kann. Ich hoffe, ich schaffe es. Heute ist nämlich das Licht so gut, also ja. Müsst ihr mir gern schreiben. Auch wenn ihr von den Bananensachen irgendwas sehen wollt, müsst ihr mir schreiben. Ich habe zwar nicht viel Make-up gekauft, den Concealer nur und die Highlighter-Palette, aber mal schauen. Ja, also wenn ihr irgendwas wissen wollt, könnt ihr mir gern mal schreiben, wie ich was finde. Aber das meiste hört ihr dann eh in den aufgebrauchten Videos. Ja, ich beende jetzt das Video, das ist eh lang genug und ich hoffe, dass ich den ganzen Scheiß noch wegräumen kann, weil das ist wirklich viel. Das ist wirklich viel. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!